Kindern, nothing is missed. Ja, Kinder. Hört zu, heutzutage ist es mit der Moral wie mit der Jungfernschaft. Sie ist überflüssig geworden, ein Hemmschuh, wenn man sie noch hat. Jeder kann sich heute seine Moral zurechtlegen, wie es ihm passt. Wir betrügen unseren Nächsten, fügen ihm aber keinen allzu großen Schaden zu. Weil wir ihm das Geld abnehmen, das er anderen aus der Tasche gezogen hat. Und jetzt möchte ich euch noch zwei Dinge sagen. Erstens, bei der Wahl unserer Opfer müssen wir präzise voraussehen und planen, bis zu welchem Maß sie betrogen werden können. Und sie in eine derart lächerliche Situation bringen, die sie daran hindert, uns anzuzeigen. Zweitens, wir dürfen unserer Sache nie so sicher sein, dass wir einen Höhenflug bekommen. Denn genau aus diesem Grunde wurde Norma von der Polizei geschnappt und sitzt jetzt im Gefängnis. Apropos Norma. Ich habe Ihren Fall in die Hände eines geschickten Rechtsverdrehers, eines Star-Anwaltes gelegt und Sie kommt vielleicht mit einem blauen Auge davon. Lasst eure Erklärungen. Es gibt dazu einen guten Spruch. Eine bittere Erfahrung ist mehr wert als 7 Regeln der Weisheit. Denk dran. Ja, ja, ist gut. Laura, Amanda, Celia und Bertha. Die großen Supermärkte erwarten euch. Viel Glück. Meine Damen und Herren, achten Sie heute besonders auf unsere Sonderangebote. Auf die Schlager der Woche. Unser bestgeschultes Personal steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Herein. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Also 50 Farbfernseher und 50 Nähmaschinen. Gut, gut. Gibt es denn so viel Frauengefängnisse? Nein, Gefängnisse nicht, aber zahlreiche Insassen. Geht diese Initiative von einem karitativen Verband aus oder von einer Frauenbewegung? Nein, es ist eine Gruppe aristokratischer Damen, die sich jedes Jahr zu einer solchen Spende entschließt, um die Leiden der Gefangenen etwas zu lindern. Hm. Ich verstehe. Wie ich sehe, sind wir Ihnen schon entgegengekommen, indem wir Ihnen einen Rabatt von 15% geboten haben. Ja, aber nachdem es sich hier um einen wohltätigen Zweck handelt, hofften wir auf einen Rabatt von 50%. Wenn ich Ihnen den gewähren würde, wäre ich bald selbst ein Fürsorgefall. Ja? Verzeihung, Herr Präsident, ich muss Sie daran erinnern, dass die Aufsichtsratssitzung in 5 Minuten beginnt. Ist mein Sohn da? Ja, Herr Präsident. Er soll in mein Büro kommen. Ich muss weg. Sie können die Verhandlungen mit meinem Sohn weiterführen, aber erwarten Sie nicht mehr als 20%. Hat mich nicht mal angesehen. Er ist ein alter Knacker, der nur noch an die Interessen der Firma denkt. Was tun wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wenn sein Sohn genau sein Typ ist, können wir gleich einpacken. Guten Tag, meine Damen. Mein Vater hat mich bereits über alles informiert. Ihr Vater hat keinen Takt. Hm? Ja, Sie haben richtig gehört. Wenn meine Freundin seine Einladung zum Abendessen angenommen hätte, dann wäre er vielleicht... Celia, ich bitte dich. Ich bin wirklich sprachlos. Ja, ich habe auch geglaubt, ich traue meinen Ohren nicht, aber... Erzähle du. Er hat mich eingeladen, aber ich habe abgelehnt. Er sagte, nach dem Abendessen bei einer Flasche Wein könnte man über die 50% Skonto reden, aber ich habe abgelehnt. Sie können sich nicht denken, wie mich das Ganze amüsiert. Ich werde Ihnen erklären, warum. Mein Vater war für mich immer ein wunderbares Elektronengehirn und plötzlich stelle ich fest, dass der alte Herr auch Leidenschaften hat. Einverstanden. Meinen Sie mit den 50%? Ja. Also 50%. Oh, vielen Dank. Aber beeilen Sie sich, meine Damen, bevor der Alte mich hinauswirft und alles rückgängig macht. Ich stelle Ihnen gleich einen Scheck aus. Nein, 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 nicht an mich. Erledigen Sie das mit unserer Buchhaltung. Danke. Sie sind sehr entgegenkommend. Ich werde sofort Anweisung geben, damit die Sache noch heute erledigt wird. Auf Wiedersehen. Danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alles klar. Bitte. Da lag vielleicht Geld in der Kasse. Man müsste nur hineingreifen. Meinst du, es gibt Probleme? Nein, stell ruhig den Scheck aus. Das Geschäft ist perfekt. Bis später. Ja. Mach dir keine Sorgen, Yvonne. Der Fall Norma wird sich nicht mehr wiederholen. Ciao. Ciao. Guten Tag, oh, ist das eine Überraschung. Ich war ja zufällig hier in der Gegend und da wollte ich Ihnen ganz kurz Hallo sagen. Oh, sieh mal an, Sie waren rein zufällig in der Gegend. Quatsch. Ich bin gekommen, um Sie wiederzusehen. Sammeln Sie Bilder?
Oh, das sieht nur so aus. Ich male eben gern. Wollen Sie etwas trinken? Ein Whisky. Er hilft das Eisbrechen. Ja, sicher. Von mir aus brechen wir es. Was für ein bezaubernder Ort. Wo ist das? Das ist Amalfi. Amalfi? Wo ist das? An der Küste südlich von Neapel. Meine beste Freundin lebt dort. Ist das nicht ein Picasso? Ja, aber kein echter. Es ist eine Kopie. Die Amerikaner zahlen viel für solche Bilder. Das glaube ich. Und Sie glauben auch noch, Sie hätten einen echten gekauft. Und glauben dran? Dürfen Sie es. Manchmal sind Sie ziemlich naiv. Gehen Sie heute Abend mit mir aus? Ich fürchte, das wird nicht gehen. Ich habe schon eine Verabredung. Mit meiner Freundin Amanda. Sie hat zurzeit große Sorgen, weil sie ohne Arbeit ist. Was ist passiert? Das, was den meisten hübschen Mädchen heutzutage passiert. Ihr Chef, ein etwas älterer Herr, bekam lange Finger und wollte fummeln. Und als sie ihn nicht ließ, entließ er sie. Tja, das Problem haben wir schnell gelöst. Ich werde für Sie einen Vorstellungstermin mit unserem Verwaltungsdirektor ausmachen. Er sucht seit 2 Monaten eine Sekretärin. Und er bekommt keine langen Finger? Aber nein, wirklich nicht. Seit seine Frau tot ist, widmet er sich nur noch dem Spiritismus und dem Übersinnlichen. Er ist in tiefer Trauer. Gehen Sie nun mit mir aus? Jetzt können wir beruhigt gehen. Wie ich sehe, sind Sie sehr, sehr fotogen. Aha, ausgezeichnet. Ein Bild für Götter. Und was für schöne Augen Sie haben. Hell, klar und aufrichtig. Einen geradezu überirdischen Blick. Sternengleich, würde ich sagen. Ich spüre förmlich das Überirdische Ihres Körpers. Sie verstehen mich hoffentlich richtig. Aber natürlich. Sind Sie eine gute Freundin von Antonio? Nein, ich kenne ihn gar nicht. Eine Freundin von mir kennt ihn sehr gut. Ich habe sehr viel Erfahrungen als Modell. Aber ich brauche eine Sekretärin. Deshalb müssen Sie sich einer Probe unterziehen. Sind Sie bereit dazu? Ich könnte heute Nachmittag kommen. Nein, samstags arbeiten wir nicht. Ich widme meine Freizeit dem Lesen und dem Schreiben. Oh, ja, ich auch. Mein Hobby ist Science Fiction. Das ist eine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mädchen wie Sie zu solchen... Warum denn nicht? Ich bin ganz verrückt nach Lovecraft, Wells und all den anderen Autoren, die über außerirdische Dinge schreiben. Auch ich? Ich habe zahlreiche Abhandlungen darüber geschrieben. Und ich bin gerade dabei, wieder eine zu verfassen. Oh, dabei können Sie mich auf die Probe stellen. Ich habe eine gute Schreibmaschine bei mir zu Hause. Wie wär's, wenn Sie mir einen Teil Ihrer Abhandlung diktieren würden, Ich lasse Ihnen meine Visitenkarte mit Adresse hier. Also, ich erwarte Sie dann. Guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie. Fantastisch. Ganz fantastisch. Wir kommen jetzt zum Planeten Eros. Seine Einflüsse auf unser Leben verleihen allen Leidenschaften Gestalt. Ja. Drücken Sie sich ganz fest an mich. Ja. Wir werden jetzt gemeinsam die Himmelstreppen der Erotik hinabsteigen. Erotik? Was reden Sie denn da? Wir landen auf der Erde. Wir schweben genau über dem Meer. Alles ist Luft. Ja. Jetzt tritt Eros in Aktion und erotisiert uns. So. Ja. Hat es Ihnen gefallen? Ja, aber Eros ist kein Planet, sondern ein Asteroid. Aber das sind doch Haarspaltereien. Im Kino haben Sie schon lange den Planeten Porno entdeckt. Warum darf ich keinen erfinden? Ja, warum nicht? Wie wär's mit ein bisschen sphärenhafter Musik? Ja, aber ein klein wenig gedämpft. Verlieren wir uns im Sog unserer Gefühle. Wir sind jetzt auf Eros. Sie sind mein Goldregen. Suchen wir, suchen wir. Wir spüren, dass die Liebe in der Luft liegt. Ja. Spüren Sie es? Ja, aber sehr weit entfernt, noch sehr weit entfernt, Fräulein Amanda. Nein, nicht Amanda. Auf Eros nennen Sie mich alle Tatjana. Aha, Tatjana. Hm.
So, mein Lieber, und jetzt werden wir ein Stäbchen mit afghanischem Gras rauchen. Nein, ich rauche für gewöhnlich nur Pfeife, Fräulein Amanda. Nennen Sie mich nicht Amanda, ich bin Ihre Sklavin Tatjana und Sie sind mein Goldregen. Und ich bitte Sie, von dem Gras zu rauchen. Tatjana. Festziehen. Festziehen und tief einatmen. Genießen Sie das Aroma. Festziehen und tief einatmen. Die Prozentzahl der Täuschungen ist in dieser mysteriösen Zone bei weitem höher als, schwer zu formulieren, als die Kräfte des Astralen aktiver erscheinen. Es ist wie ein magnetisches System und unfassbar, das einen in entfernte Welten zieht mit einer Macht, die unwiderstehlich ist. Unwiderstehlich. Zweimal unwiderstehlich? Nein, nein, einmal ist genügend. Unwiderstehlich. Es ist hinreißend. Ich bebe am ganzen Körper. So? Mhm. Wir sollten eine kleine Pause machen. Hm? Ja. Oh, Sie sind ja in Schweiß gebadet, mein kleiner Goldregen. Weg mit dem Leintuch. Irgendetwas scheint Sie zu beunruhigen. Hm. Was haben Sie denn, mein Freund? Wollen Sie wieder auf die Erde zurück? Oh nein, nein, Tatjana. Auf der Erde erwartet mich ja niemand. Ich bin Witwer. Oh. Ja, ich bin Witwer seit 3 Jahren und grenzenlos einsam, in tiefer Trauer und gezwungenermaßen abstinent. Ohne? Ja, völlig. Oh. Dann müssen Sie ja völlig ausgehungert sein, Sie Arme. Ich glaube, es ist jetzt besser, wenn ich gehe. Aber warum denn, mein Goldregen? Ja, weil in den 3 Jahren, in denen ich nicht, wie soll ich mich ausdrücken, wenn ich nämlich vom Übernatürlichen spreche, werde ich immer so wahnsinnig erregt. Ach, ich bin sehr erregt. So, ich weiß nicht, wenn ich Sie so ansehe, Tatjana, dann muss ich immer an ein paar UFOs denken. An 2 sehr große UFOs, die noch nicht identifiziert sind. Identifizieren Sie sie. Wir sind auf dem Planeten Eros. Ja? Nur Mut. Identifizieren Sie. Wenn du meinst. Oh, wie sagte doch Dante, der Schmerz ist nicht so groß wie das Fasten. Kann ich? Aber ja, du hast einen großen Nachholbedarf. Du musst ja völlig ausgehungert sein. Oh, mein kleiner Goldesel. Du wirst mich reich machen. Ja, ist gut so. Tatjana, kehren wir heute Nacht wieder auf deinen Planeten zurück? Nein, das Luftschiff ist nicht mehr in der Verfassung zu starten. Oh, dann werde ich eine Inspektion vornehmen. Es könnte dir dabei aber leicht außer Kontrolle geraten. Ich werde eine gründliche Inspektion vornehmen. Erkläre mich nicht für verrückt, Tatjana. Aber ich bin verrückt nach dir. Ja, verrückt. Du bist ein Super-UFO. Ich hoffe, meine liebe Tatjana, dass wir noch zu vielen gemeinsamen Höhenflügen aufsteigen werden. Thank you.
Kleid steht Ihnen sicher sehr gut. Es ist sehr alt, schmiegsam. Mhm. Entschuldigen Sie bitte, Fräulein, ist in diesem Stockwerk eine Aufsicht? Selbstverständlich, da vorne. Ach, führen Sie mich doch bitte hin. Gerne. Die Parfümerieabteilung finden Sie im Erdgeschoss. Der Herr da vorne hat die Aufsicht. Diese Dame hier würde Sie gerne sprechen. Ja? Ich habe zwar heute meinen freien Tag, aber ich habe soeben einen Ladendiebstahl beobachtet. Sehr gut, gehen wir. Also am 1. kaufe ich mir dieses Kleid, das schwöre ich dir. Das kann ich wunderbar den Mantel tragen, den ich im letzten Monat gekauft habe. Hier, das ist die bewusste Dame. Lassen Sie mich das machen. Bitte. Polizei, los. Kommen Sie bitte kommen mit Sie. Mir. Warum, was ist? Kommen und Sie. Sie. Ja, also... Und vermeiden aber, Sie einen Skandal. Darf man eintreten? Ja, bitte, kommen Sie nur. Entschuldigen Sie, aber wir haben eine Diebin gefasst. Ich bin von der Polizei. Gut, ausgezeichnet, danke. Neben dem Haupteingang finden Sie eine Angehörige des weiblichen Hilfsdienstes. Bringen Sie sie hierher. Sofort. Beeilen Sie sich, Carlo. Jetzt wollen wir mal sehen, was Sie alles in Ihrer Handtasche haben. Haben Sie Mitleid mit mir? Es ist das erste Mal, dass ich klaue. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Ja, ja, natürlich. Bitte rufen Sie nicht die Polizei an. Ich bin hochschwanger. Mein Mann schlägt mich tot, wenn Sie eine Anzeige machen. Politesse Carmen Lussana, bitte verbinden Sie mich mit 315, aber schnell. Ich muss unbedingt mit Kommissar Raffaele Amande sprechen, aber dringend. Herein. Guten Tag. Herr Kommissar, hier spricht Politesse Carmen Lussana. Ich habe eine Frau beim Kaufhausdiebstahl erwischt. Vermutlich handelt es sich um dieselbe Person, die im Raum Valencia gesucht wird. Lucia Perez Simens, 29 Jahre alt, Passnummer 1648935. Größe ca. 1,65 Meter. Die Nummer hier ist 564561. Ja, Politesse Amanda Cortes ist auch hier. Ja, wir werden sie durchsuchen. Ja gut, ich warte auf Ihren Anruf. Wie Sie wünschen, Herr Kommissar. Sie haben ja mitbekommen, wir müssen eine Leibesvisitation vornehmen. Würden Sie uns bitte allein aber lassen? Aber selbstverständlich gehen wir hinaus. Einen Augenblick, die Dame kann hierbleiben. Von mir aus, bitte. Kommen Sie, nun gehen Sie schon. Ja, ja. Wir haben genau 3 Minuten. Alarmanlage ausgeschaltet. Also los, macht schnell. Ich habe nichts anderes, so glauben Sie mir doch. Ich schwöre, es war das erste Mal. Das erste Mal, dass ich nicht lache. Was soll das an meinen armen Kindern werden? Wenn ich mich einsperre, dann werden sie verhungern. Wenn mein Mann von der Geschichte erfährt, dann bringt er mich um. Zeig, was du darunter versteckt hast. Ah, schlagen Sie mich nicht. Ah, nicht anfassen. Ich bin im 9. Monat. Haben Sie Erfahrung? Nein, nicht, dass mein Sohn im Gefängnis geboren wird. Das hättest du vorher überlegen müssen. Oh mein Gott. Ich werde es nie wieder tun. Lassen Sie mich doch laufen. Das könnte dir so passen, du Miststück. Gestehe schon nach unserer Fahndung. Gestehe, geht das doch im Raum Valencia, die Nein, die das weiß ich. Das muss eine Verwechslung sein. Oh, bitte, hör doch auf. Ich weiß nicht, glauben Sie mir doch. Ich häng dir den Arm aus. Nur so kriegt man dieses Gesindel zum Sprechen. Du bist eine Kriminelle, du gehst ins Zuchthaus. Denken Sie doch daran, dass ich schwanger bin. Was soll denn das mit dem Baby werden? Der Alarm, höchste Zeit. Haben Sie doch Erbarmen. Nein, ich habe keine Erbarmen mit so einer frechen Diebin, wie du eine bist. Du gehörst in der schwedische Gardine. Nein, ich will nicht, dass mein Baby dort geboren wird. Oh Gott, die Wehen setzen ein. Oh, Hilfe, ich habe solche Schmerzen. Oh Gott, ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus. Oh. Sie sind fertig. Sie können reingehen. Oh. Schnell weg hier. Oh, bringt mich in eine Klinik. Es ist ein Traum.
Traum. Ja, das ist es. Aber ehrlich gesagt, ich wäre lieber in Madrid. Auf Madrid wirst du eine Weile verzichten müssen. Der Boden dort ist für uns zu heiß geworden. Frei bekommen kann. Aber dazu brauchen wir Geld. Viel Geld. Das Geld werden wir auch treiben. Dazu sind wir ja hier. Ich verkaufe eben einen Picasso. Ach übrigens, Kinder, die Boutique läuft wie geschmiert. Wir haben andere en masse. Was mit der Wahrheit? Ich sage, du sagst, es gibt viele reiche Türken, die mir rufen. Sie warten nur darauf, bis wir sie erleichtern. Da brauchen sie nicht lange zu warten. Wir werden das ganz schön anstrengen. Die Kasse sind sehr locker verpackt. Viel zu klein. Probier deine andere. Ja, die könnte passen. Ciao. Also, hier schau. Da sind die Fotos von den engsten Freunden des verstorbenen Arturo Boganelli Cesentano. Ah, sieh mal, wer dabei ist. Der Marchese von Castellammare. Dieser Kerl ist ein ganz ausgekochter Betrüger, ein Schlitzohr. Seine Schulden belaufen sich zurzeit auf eine halbe Million Dollar. Ein netter Zeitgenosse. Wir werden uns um ihn kümmern, hat der eine Visage. Hier haben wir noch so einen Gentleman. Enrico Cavallari. Blättere mal in seiner Kartei. Schau mal nach. Ciao. Ciao. Ciao, Kinder. Ciao, Celia. Wann beginnt die Jagd? Oh, wir werden bald loslegen. Das wird ein hübscher Fischfang. Gibt's für mich was zu tun? Ja, hier, Enrico Cavallari. Betrügerischer Bankrott, Vertrauensmissbrauch, Amtsverletzung, ständiger Betrug und Erpressung. Oh, dem lassen wir nur noch die Unterhose. Betet um die Seele des verstorbenen Arturo Boganelli Cesentano. Ja, ja, wir werden zu den Trauerfeierlichkeiten anwesend sein. Ja, ja, achter Stock. Die Schwangerschaftsnummer. Okay. Hey, du darfst dich nicht mehr überanstrengen. Du bist in anderen Umständen. Ich? In anderen Umständen? Mhm. Diesmal schon wieder? Heilige Madonna. Aber wie ist das möglich? Ich bin doch noch Jungfrau. Und ich bin die heilige Jungfrau von Orléans. Ich riskiere immer nur einen Sohn. Aber du den Scheiterhaufen. Mhm. Lorena. Barmherzige Jungfrau. Ora pro nobis. Gnädige Jungfrau. Ora pro nobis. Strahlende Jungfrau, unbefleckte Jungfrau, liebliche Jungfrau, barmherzige Jungfrau, reine Jungfrau, glorreiche Jungfrau, gnadenbringende Jungfrau, mein tiefes Beileid, heilige Jungfrau, gepriesene Jungfrau,
Gnädige Jungfrau. Ora pro nobis. Unbefleckte Jungfrau. Sie sind sehr schön. Ora pro nobis. Ich muss sie kennenlernen, Ora pro nobis. Wo kann ich sie kennenlernen, Ora pro nobis? Sagen Sie da dauernd. Was soll ich denn sagen? Ich bitte. Ora pro nobis. Verzeihung, wenn ich Sie dabei gestört habe. Ora pro nobis. Strahlende Jungfrau. Ora pro nobis. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Trinken Sie doch ein Glas Wasser. Barmherzige Jungfrau. Jetzt komm, nimm dich doch zusammen. Allmächtige Jungfrau. Ora pro nobis. Gnadenreiche Jungfrau. Ora pro nobis. Heilige Jungfrau. Ora pro nobis. Ehrfürchtige Jungfrau. Gnadenreiche Jungfrau. Herrliche Jungfrau. Allmächtige Jungfrau. Strahlende Jungfrau, gnädige Jungfrau, göttliche Jungfrau, selige Jungfrau, allmächtige Jungfrau, ehrfürchtige Jungfrau. Eigentlich trinkt man einen Schluck Wasser und keinen Cognac, wenn man einen Schluck auf hat. Ich hatte ihn aber dringend notwendig. Sie wissen ja nicht, was er mir war. Er liebte mich leidenschaftlich und ich ihn auch. Ein Vater-Tochter-Verhältnis. Sei doch still und weine. Ich kann nicht. Mir kommen keine Tränen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ach so, ja. Oh, da kommt unser Mann hier, nimm das und weine endlich eine Zwiebel. Oh nein! Ich fass es nicht. Beruhige dich. Was hat sie? Oh, die arme leidet sehr. Die Zwiebel, ich meine, ihr Herz bricht. Oh, helfen Sie mir, sich von hier wegzubringen. Sonst lässt sie sich noch mit dem Toten begraben. Sicher, mit Vergnügen. Bitte kommen Sie. Oh, der Arme, das überlebe ich nicht. Oh, mein geliebter Arthur, mein armer Arthur, was soll nun aus uns werden? Aus mir und dem Kind? Hm? Einen Moment. Wir hatten die Hälfte zusammen und den Rest wollte eigentlich Arturino finanzieren. Ein todsicheres Geschäft. Hören Sie, meine liebe Laura, wenn Sie ein Wochenende an der Küste verbringen wollen, meine Villa steht Ihnen zur Verfügung mit allem. Oh, dann sind Sie der Herr von Castellammare. Der Herr leider nicht, aber ich bin der Marchese von Castellammare. Oh, wie wunderbar. Wenn Amanda das erfährt, sie ist irre verliebt in diese Villa. Sie hat sogar vor, mit uns dort einen Werbefilm zu drehen. Einen Werbefilm? Das ist ausgeschlossen. Meine Frau erteilt nie die Genehmigung dazu. Nie. Niemals. Vielleicht gelingt es uns gemeinsam, Sie umzustimmen, wenn ich am Wochenende da bin. Wir werden sehen. Könnte sein. Ich möchte jetzt nach Hause gehen. Mir ist schon wieder übel. Wir telefonieren. Ciao. Komm, wir gehen. Fräulein, wir hätten gerne unsere Pelze. Welche sind es? Ein Nerz und ein Fuchs. Ja gut. Da sind sie, sehen Sie. Aber wir haben doch gar keine Pelze. Psst. Also, so, hier sind sie. Vielen Dank. Aber der eine Pelz ist kein Fuchs, sondern ein Luchs. Was Sie nicht sagen, das ist kein Fuchs. Selbst bei den besten Kirschnern in Rom gehen da die Meinungen auseinander. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, die Damen. Hast du ja ausgezeichnet. Mhm. Ich auch. Hier hinten könnte es ein bisschen länger sein. Der Kleid sehe ich aber nicht gerade wie schwanger aus. Aber man könnte es ahnen. Hallo? Miss Grew? Guten Tag, Gnädige Frau. Wir haben nun endlich den Luxmantel hereinbekommen, den Sie bestellt haben. Ja, ja, sicher.
Ich sende Ihnen den Mantel mit der Rechnung zu. Danke. Auf Wiedersehen. Wieder haben wir einer Kundin einen Wunsch erfüllt. Sie wird eine optimale Propaganda für uns betreiben. Tja. Ja, gut so. Heb den Kopf. Ja. Ich mach schon auf. Du kannst dich wieder anziehen. Ciao. Ciao. Zieh dich aus. Warum soll ich mich ausziehen? Na, für die Fotos. Sie dienen zur Tarnung. Du musst doch seriös wirken. Um als Mädchen seriös zu wirken, muss man Nacktfotos machen? Heutzutage schon. Los, komm, zieh dich aus. Zeit ist Geld, mein Schatz. Na los, komm, Kinder. Noch eine Probe und dann wollen wir drehen. Ruhe, etwas mehr Konzentration, wenn ich bitten darf. Hört auf, albern rumzukichern. Los, komm. Ja, genau so. Ja, zeigt eure Beißchen. Immer schön den Strahlemann machen. So, jetzt geh runter mit der Kamera. Ja, sehr schön. Spitze, Kinder, das wird ganz große Klasse. Ja, bleibt mal so, bleibt mal. Ja, genau so. Ja. Spitze, ja. Kümmern Sie sich um die Blume. Sicher mal. So, Kinder, eine letzte Probe. Kommt auf die Kamera zu. Ja, sehr gut, sehr gut. Strahlen, mehr strahlen. Ihr sollt ja ein Produkt verkaufen. Ja, sehr schön. So kommt das, so wird das ganz prima. Prima, ja, so, Kinder. Jetzt drehen wir da. Maske, Maske. Ja. Kontrollier noch mal. Guten Tag, Marchese. Seien Sie mir gegrüßt. Ich habe Ihnen einen Scheck für die Vermietung Ihrer Villa anlässlich unserer Dreharbeiten mitgebracht. Aber ich bitte Sie, Amanda, das eilt doch nicht so. Geschäftliche Dinge erledige ich immer sofort, Marchese. Ich habe absolutes Vertrauen zu Ihnen. Es muss nicht heute sein. Hier, das ist für Sie. Oh ja. Nicht einstecken. Das ist unser Vertrag und hier ist der Scheck. Aha. Ja, stecken Sie ihn ein. Nein, der Scheck ist doch für Sie. Aha, aber ich bin etwas vertrottelt, etwas leicht verwirrt. Sie sind ein sehr charmanter Mann. Jetzt verstehe ich, warum Laura so begeistert von Ihnen spricht. Von mir? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Aber keineswegs. Übrigens, wenn es ginge, würde ich auch noch gerne nächste Woche die Villa mieten. Momentan habe ich einen Fototermin nach dem anderen. Ich muss ganz sensationelle Fotos mit bildhübschen Mädchen machen. Wäre das möglich? Ja, ja, natürlich. Warum denn nicht? Kommt Laura auch. Mhm. Schön. Aber auch Sie sind eine wundervolle, hinreißende Frau. Sie wären eine Todsünde wert. Der Kassenstand ist folgender: Einnahmen $320.000, Ausgaben für Reise, Verpflegung, Kleidung, der Anwalt für Norma $230.000. Verschonen uns mit deiner Buchhaltung. Viel wichtiger ist, wann wird Norma aus dem Gefängnis entlassen? Wenn sie unseren Namen preisgegeben hätte, wäre sie schon längst draußen. Nachdem sie aber geschwiegen hat, glaube ich, dass es noch 2 bis 3 Wochen dauern wird. Auf Norma, auf unsere tapfere Norma. Los, Kinder, die Kinderbücher gewinnen nur so strömend. Aber du kannst dich darauf verlassen, wir werden stinkreich. Wenn alles so reibungslos klappt, wie geplant, dann schon. Entspann dich mal und tanz auf. Nein, mein Schatz, einer muss doch einen klaren Kopf behalten. Ich muss unsere Schachzüge exakt planen. Sei umschlungen, Millionen! Komm, Mama, da tanz mit! I think it's time I should get out and start looking for someone. I heard you calling me, yeah, somebody's calling my name. Oh, my name. Maybe tomorrow we'll get together and say, after all this time, we will see the way. Thank you.
see the same body since I've been waiting a lifetime. And now I found you, I don't think I'll be letting you go. Cela n'a pas d'importance. Wiederholen Sie. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Langweiliger Kurs. Schreiben Sie. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Oh, oh, bitte, Amanda. Geh in dein Zimmer. Unser Papagallo ist da. Lass mich vorerst mit ihm allein. Oh, aber ich doch nicht. Ciao, Rico. Ciao, Kleines. Oh, wie hübsch, danke. Oh. Du bist ein Schatz. Hm? Und noch einen auf die andere Wange. Hm. Komm doch rein, ich zieh mich schnell an. In einer Minute bin ich soweit. Trink in der Zeit etwas. Ja, ja, ich nehme einen zur Brust. Danke. Gefällt dir das? Alles gefällt mir an dir. Du bist wunderbar. Welches von beiden soll ich anziehen? Bleib am besten nackt. Ich meine, das Blaue steht dir bestimmt. Wenn du meinst. Willst du das jetzt gleich anziehen? Ja, wo führst du mich zum Essen hin? Nun sag schon, Rico. Ach, weißt du, ich möchte im jetzigen Stadion nicht unbedingt, dass wir gesehen werden. Diese Leute sollen nicht zum Klatschen haben. Ach. Dann gehen wir halt an einen Ort, wo uns bestimmt niemand kennt. Tja, also, ich kenne hier in der Gegend keinen, wo... Ach, mein... mach dir keine Gedanken. Wir werden schon einen finden. Aber ich möchte dich doch eventuell... Was? Ich will sagen, ich mache, was du willst. Kriege ich sie nur ins Bett. So, ich bin fertig. Hilfst du mir mal? Zieh mir doch mal den Reißverschluss hoch, ja? Toll. Alles sehe ich dir aus. Das heißt, hoch. Danke dir. Sehe ich gut aus. Ja, und wie? Von vorn, von hinten, von oben. Rundherum siehst du wunderbar aus. Lass uns doch zu Hause bleiben. Wir lassen uns irgendetwas zu essen bringen. Was willst du? Wir beide essen hier ganz allein. Das ist eine ausgezeichnete Idee, nur leider werden wir nicht allein sein. Nein? Nein. Amanda ist im Haus. Amanda? Ja. Nein, nein, das ist unmöglich. Komm. Glaubst du es jetzt? Hallo. Ciao. Guten Abend. Was treibt sie denn da? Ich studiere gerade einen neuen erotischen Tanz ein. Ja, sehe ich. Alle Abende zieht sich Amanda öffentlich aus. Komm, wir gehen jetzt. Ciao, Amanda. Ciao. Wiedersehen. Komm schon, reiß dich los. Ja, warum heißt der Pöpfe so eilig? Ja, ciao. Ja, hallo? Neuigkeiten? Laut Celia ist Rico Cavallari jetzt gar gekocht. Ach, übrigens, bereite dich auf morgen vor. Zweiter Stock. Schwesterntracht. Alles klar. Noch was? Nein. Gute Nacht. Nacht, schlaf gut. Von der Turnhalle kommen wir dann hierher und da werde ich dann die Sauna eröffnen. Die Sauna? Ja, genau. Und hier rein kommt der Massage- ganz und toll, Salon. Nicht wahr? Es wird ein Traum, Arturio. Vergiss doch mal diesen Arturio, den gibt's nicht mehr. Oh, verzeih mir, Liebste, er war so gut zu mir. Ich kann ihn so schnell nicht vergessen. Aber ich habe satt, dass du noch immer von ihm sprichst. Ich hasse ihn. Aber... wenn er nicht schon tot wäre, würde ich ihn umbringen. Du machst mich verrückt. Oh, aber doch nicht hier, Rico, lass mich los. Komm mit, meine ich zeig Geliebte. Dir den Rest, ja? Schau mal, was die Kunden für eine schöne Aussicht haben. Lass uns glaub mir, wir werden sehr viel Geld verdienen. Ja, Liebste. Und
Und hier werde ich schlafen. Wo soll ich denn schlafen? Ich bin doch dein Partner bei Tag und auch bei Nacht. Das ist ein bisschen hart hier. Hier liegt irgendwo noch eine Matratze herum. Ich brauche keine muffige Matratze. Du wirst meine Matratze sein. Auf deinem schönen Bauch werde ich schlafen, mich in deine Brüste vergraben. Ich werde dich lieben. Ich fresse dich auf. Du herrlich wollüstiges Weib. Pass nur auf, dass du dich nicht von mir verschluckst. Oh, sie kommen schon. Scheiße. Ist hier niemand? Oh, guten Tag, gnädige Frau. Darf ich Ihnen meinen Onkel Rico Cavallari vorstellen? Guten Tag. Guten Tag. Wenn Sie sich bitte den Kaufvertrag durchlesen wollen. Hier ist ein Scheck über 170 Millionen Lire. Wir hatten aber 300 Millionen vereinbart und das in bar. Ich weiß, mein Onkel will Ihnen einen Vorschlag machen. Es interessiert mich nicht. Wir haben eine klare Vereinbarung. Hören Sie meinen Onkel trotzdem an. Gnädige Frau, diese Aktien hier sind genauso gut wie Bargeld. Glauben Sie mir, Sie können sie gleich morgen verkaufen. Es gibt keine Probleme damit. Ich verstehe, aber zuerst muss der Notar einen neuen Vertrag aufsetzen, wenn Sie einen Geschäftsanteil erwerben wollen. Nein, nein, mein Name soll nicht erscheinen. Meine Nichte ist alleinige Käuferin. Na schön, wie Sie wollen. Erledige alles. Also dann bis morgen um 10 beim Notar, Fräulein Cavallari. Auf Wiedersehen. Gehen wir. Laufen. Komm mit uns. Nein, das geht jetzt noch nicht. Ich will ihn noch bei Laune halten, verstehst du? Ja, sei vorsichtig. Alles klar. Ciao, Celia. Ciao. So, mein Schatz, hier ist dein kleiner Kopfkissen. Meine Geliebte, ich will dich jetzt haben. Oh, du bist verrückt. Ja. Ich knöpf dein Kleid auf. So. Komm. Hier haben wir ihn. Zeig her. Roberto Galindez. Ein südamerikanischer Multimillionär, Gauner und Betrüger. Aus dem müssen wir mindestens, wenn nicht mehr, 200.000 Dollar herausschlagen. Ich habe das Apartment in Saracino gebucht. Er kommt heute Abend an. Er gehört dir, Laura. Viel Glück. Danke. Das wird der Marchese sein. Schon wieder? Tja. Willkommen, Marchese. Guten Abend, gnädigste. Kommen Sie. Ah, wie ich sehe, haben Sie Ihr Familienalbum mitgebracht. Ja. Komme ich ungelegen? Aber nein, ich bitte Sie, nehmen Sie doch Platz. Entschuldigen Sie mich nur einen Moment. Ich habe noch in der Dunkelkammer zu tun. Bitte. Ich habe noch eine hübsche Überraschung für Sie parat, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern wird. Ihre kostbare Zeit wird nicht vergeudet sein. Worauf warten Sie? Ziehen Sie sich aus. Ich werde mich nicht ausziehen. Was gibt es? Du hast doch nicht etwa den Marchese von Castellamare schockiert. Ich muss mich sehr wundern. Ich habe ihn mit einem Dressman verwechselt. Aus dem Alter bin ich wohl raus. Also, meine Liebe, für heute machen wir Schluss. Wir sehen uns morgen um 7. Mhm. Gefällt Ihnen mein Studio? Es ist fantastisch. Hier lässt es sich bestimmt hervorragend arbeiten. Roberto Galindez. Guten Abend. Das Apartment von Lady St. George. Hier ist der Schlüssel für das Apartment von Signor Galindez. Es tut mir sehr leid, Lady St. George, aber für Sie liegt eine Buchung vor.
Schauen Sie unter dem Namen Comtesse Leclerc nach in London. Da hat man mir versichert, ein Apartment für mich zu bestellen. Es ist auch unter dem Namen der Comtesse nichts gebucht. Oh mein Gott, it's impossible. Also, geben Sie mir irgendein Zimmer. Es tut mir aufrichtig leid, aber wir haben kein einziges Zimmer mehr frei. Hören Sie, Portier, so leid es mir tut, aber ich habe alles mit angehört. Die Lady hier wird von der Reise müde sein. Und sie wird sicher keine Lust haben, von Hotel zu Hotel wegen eines Zimmers zu laufen. Meine Suite ist groß genug. Ich drehe Ihnen gerne einen Teil davon ab, Milady. Danke. Sie sind ein wahrer Gentleman. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Roberto Galindez. Oh. Sicherlich werden Sie schon von mir gehört haben. Roberto Galindez? Ja. Ja, ich glaube, Grace hat von Ihnen gesprochen. Grace? Grace? Wer ist das? Na, Grace von Monaco natürlich. Ah. Waren Sie es nicht, der eine so generöse Spende dem Roten Kreuz gemacht hat? Oh. Also diese Fürstinnen können doch kein Geheimnis für sich behalten. Aha, wie recht Sie haben. Sind Sie der Galindez, der Reeder und bedeutende Ölimporteur? Ja, ich importiere auch Diamanten. Wie klein die Welt ist. Ja, sie ist in der Tat klein. Die Welt ist wie ein Einstecktuch. Oh. Sehr lieb, das ist eine ätzende Flüssigkeit, wir können uns verbrennen. Und verbrennen, verbrennen, ich bin es, der Liebe entflammt ist zu dir. Oh. Vorsicht, Sie können sich an mir verbrennen. Ich bin keine Frau für ein Abenteuer. Ich weiß. Ich habe es nicht gerne, wenn man mich betatscht, bevor man sich näher kennt. Also richten Sie sich danach. Aber jetzt ist der Augenblick, um uns näher kennenzulernen. Ich bin verrückt nach dir. Ja, bitte? Amanda, wir benötigen die Villa schon morgen früh. Warum atmest du so schwer? Weil ich in der Dunkelkammer bin und es ist irrsinnig heiß hier. Oh, ich muss jetzt Schluss machen, weil mir sonst der ganze Entwickler verdunstet. Oh, ciao! Oh, sind Sie noch nicht fertig? Nein, was heißt hier fertig? Ich fange doch gerade erst an, dich zu entkleiden. Wie süß du bist. Oh ja, mach weiter. Ich glaube, mich knutscht ein Floh. Sind Sie sexy? Auf schwarze Dessous fliege ich. Schön, schön. Charmant. Wissen Sie, nachdem Sie einen Anruf erwarten, habe ich gedacht, warten wir gemeinsam und haben uns ein Abendessen bestellt. Oh nein, was wird das Personal denken? Oh, nichts. Ich habe nur für eine Person bestellt. Aber eine umwerfende Portion, die wir uns teilen. Sie sind ein ganz Schlimmer. Trotzdem finde ich es wunderbar, irgendwie romantisch. Wir werden uns eine sehr intime Atmosphäre schaffen. Eine sinnliche. Ja, die uns berauscht. Ich bin einverstanden. Wie romantisch Sie sind, Roberto. Bobby. Nennen Sie mich Bobby. Ja, Bobby. Wie aufregend das klingt. Lass mich dieses Negativ noch schnell entwickeln. Anschließend stehe ich ganz zu deiner Verfügung. Lass doch dieses Negativ. Filme sind so unwichtig. Sie machen mich nur doch wahnsinnig. Ich will dich jetzt. Sag mal, bist du morgen in deiner Villa? Ich weiß noch nicht, warum. Lass uns doch morgen den Tag zusammen verbringen. Oh ja. Oh, hast du eine göttliche Kraft? Oh, hast du was dagegen, wenn ein paar Freunde von mir sich während deiner Abwesenheit deine Villa ansehen? Weißt du, es sind Kunsthistoriker und sie interessieren sich sehr dafür. Ja, ja, sie können sich umsehen. Sie können auch Frauen, Kinder, Hunde, Omas mitbringen, alles. Oh, bist du gierig? Ja. Oh, du bist ein wunderbarer Mann.
Mit dem Geld meines Petroleums läuft alles wie geschmiert. Ich halte die Welt ganz fest in meinen Händen. Und wer mir im Wege steht, dem drehe ich den Ölhahn zu. Oh, Bobby, du bist ein Zyniker. Denk doch an die Millionen Arbeitslosen. Ja, aber sie tun mir nicht leid. Warum sparen diese Leute nicht? Sie lassen sich blenden und kaufen jeden Dreck, den ihnen die Industrie anbietet. Ja, du hast recht, sie unterliegen dem Konsumterror. Ach, du bist ein göttlicher Tänzer. Ja, weißt du, Walter Serka mir Unterricht. Olé! Deine Liebe machte mich wild wie das rote Tuch einen Stier. Errege nicht meinen Zorn, sonst nehme ich dich auf mein Horn. Du bist so animalisch schön. Ich möchte gern mit dir in mein Bettchen gehen. Olé! Olé! Ich glaube, dein Hamsterbruder, du erdrückst mich, Herr Bobbylein. Ja, es ist alles hart an mir. Augenblick. Auf. Wer stört denn jetzt? Komm, steh auf. Ich kann nicht. Das Ding, ich meine, du liegst da auf. Wieso platzen Sie hier rein? Wir haben verstanden. Es ist auf. So, ja. Nun steh nicht da wie die Ölgötzen. Kommt näher. Kommt schon. Oh, was für eine peinliche Situation für mich. Ja, sehr. Jetzt aber auf. So, meine kleine Lim. Oh. Peinlich. Verschwindet. Verdünnisiert euch. Ich werde mich bei der Direktion beschweren. Komm, Liebes, leg deine Hände um meinen Hals. Ich krieg ihn schon hoch, dich hoch. Na endlich, auch du süßes, bezauberndes Geschöpf. Schwebe mit mir. Komm, mein kleines Mäuschen, ich bring dich in mein Liebesnest und dann verasen wir das Bettzeug. Oh, was für eine Schande, dieser Skandal von dem Personal. Vergiss doch dieses Domestikenpack. Oh, mein armes Kleinen. Ich leg dich ganz sanft in mein Liebesnest. Was ist denn zusammen? Verzeih mich, Stolpert. Wehgetan. Wehgetan, wo denn? Doch da. Hier in deiner Schulter? Weiter unten. Etwa hier oben. Ein Küsschen drauf, auch mein armer kleiner Liebling. Das tut mir so leid. Hier tut's weh. Wie denn, was denn, wo denn? Oh, hast du dir dein niedliches Popöchen angestoßen? Ich werde ein bisschen massieren, das niedliche Popöchen. Du bist ein süßer Schatz. Kleines Mäuschen. Wie zärtlich du bist. Ja, für dich würde ich alles tun, mein Schätzchen. Ich bin verrückt nach dir. Oh, das Telefon. Hast du Schmerzen? Hallo? Wie bitte? My God, that's terrible. Yes, okay. Thank you. Das ist entsetzlich. Die Contessa Leclerc ist nach New York geflogen. Ihre Mutter liegt im Sterben. Na und? Auch eine Contessa muss früher oder später mal ins Gras beißen. Wir hatten vor, zusammen ein wertvolles Gemälde zu kaufen. Ich wollte die eine Hälfte der Summe zahlen, sie die andere. Jetzt platzt die ganze Sache. Aber wieso denn? Zahl die ganze Summe und das Bild gehört dir allein, ja? Natürlich kann ich die andere Hälfte überweisen lassen. Aber eine Banküberweisung dauert zu lange. Es sind viele Interessenten für das Bild da und ich will es haben. Was redest du denn da? Das ist doch kein Problem. Ich werde ganz einfach einspringen. Oh, entschuldige, Schatz, das kommt nie wieder vor. Ich verspreche es, ja. Bobbylein, ich will mir von dir kein Geld leihen. Aber Liebling, du willst mich doch nicht etwa beleidigen. Wenn es sein muss, dann schenke ich dir die ganze Welt. Oh, was für schöne Hände du hast, mein Schätzchen. Oh, was soll ich nur tun, Bobbylein? Ich weiß nichts mehr. Das brauchst du gar nicht zu wissen. Ich werde alles für dich regeln. Ich unterwerfe dir die Welt mit meinem Öl. So, mein süßer Liebling, hier sind wir. Also, du willst es wirklich tun? Ach, natürlich, warum denn nicht? Dann hast du mich in der Hand. Ich hab dich lieber im Bett. So schnell geht das nicht. Ja, ich weiß, Schatz, leider. Och, ich liebe dein Popo. Entschuldige. Mann, ist das ein Arsch. Oh, das ist eine der schönsten Villen an der Küste. Ach, sowas Blödes. Was ist denn? Ich habe ein Geldstück verloren. Bei deinem Geld denkst du an eine lausige Münze. Ja, vergiss es. Du bist ein Spieß. Ja, bei Kleinigkeiten ja. Oh. Guten Tag. Sind Sie Fräulein Beatrice? Hier. Lady St. George. Ah ja, die Contessa hat mir ihren Besuch angekündigt.
Folgen Sie mir bitte. Ja. Juan? Madame. Fragen Sie Lady St. George und Ihren Sekretär, was Sie trinken wollen. Nichts, danke. Übrigens, der Herr ist nicht mein Sekretär. Der Herr ist Roberto Galindez. Aha, sind die Herrschaften miteinander verwandt. Jetzt hören Sie mal. Ich bin der offizielle Verlobte von Lady St. George. Und ich heiße Roberto Galindez. Haben Sie kapiert? Sicher wissen Sie, wer ich bin. Nein. Nein? Sie werden sicher wissen, dass es verboten ist, Kunstwerke außer Landes zu bringen. Sie können ganz beruhigt sein. Ich habe größtes Vertrauen zu Signor Galindez. Pardon, ich werde jetzt die Zertifikate holen. Ist das eine hochnäsige Gans? Ich werde jetzt die Zertifikate holen. Sie hält mich vor für irgendeinen kleinen Ganoven, hm? Unsinn. Sie ist eben nur eine kleine, simple Angestellte, haut auf den Putz, um ihre Dummheit zu kaschieren. Ein grauenhaftes Ding. Und das Bild, und das soll 400.000 Dollar wert sein? Es ist ein Picasso. Aha, schön, meinetwegen. In London wurde das Bild auf 500.000 Dollar geschätzt. Wusstest du das nicht? Nein. So. Aha, der macht einen Reibach. Weißt du was, Schätzchen? Ich werde diesen Picasso aufsuchen. Ich kaufe ihm seinen ganzen Plunder ab und dann schenke ich ihn dir, ja? Aber Liebling, Picasso ist tot. Was, der ist tot? Seit wann? Oh, schon lange. Warum hat mir das niemand gesagt? Hier sind die Zertifikate. Es gibt da ein Problem. Die Contessa kann leider aus familiären Gründen nicht kommen. Ich will damit sagen, dass ich in diesem Augenblick nur über die Hälfte des Kaufpreises verfüge. Ich werde sie Ihnen als Anzahlung geben. Und wenn die Contessa zurückgekehrt ist, dann... Das geht leider nicht. Ich habe meine Anweisungen und danach muss ich mich richten. Tun Sie mir den Gefallen und melden Sie mich dem Herrn des Hauses. Ja, tun Sie das. Das geht nicht. Er befindet sich auf einer Safari in Kenia. Und er ist vor Ende des Monats nicht zurück. Aha. Rufen Sie im Hotel Saraceno an und fragen Sie, wer ich bin. Rufen Sie bitte an. Das ändert auch nichts. Nicht einmal, wenn Sie der steinreiche Rockefeller wären. Rockefeller? Wer ist denn schon Rockefeller? Ein Wicht gegen mich. Das interessiert mich nicht. Ich halte mich an meine Anordnungen. Hören Sie, ich lasse Ihnen die Hälfte der Kaufsumme hier. Ich will das Bild unbedingt haben. Nein, tut mir leid. Ich habe noch einen anderen Interessenten. Also ich bitte Sie, warten Sie bis morgen. Und wenn ich den Rest der Summe nicht bringe, können Sie meine Anzahlung... Ich glaube, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Nein. Na schön. Klemmen Sie sich Ihren Picasso unter den Arm, begleiten Sie uns ins Hotel. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine Anzahlung akzeptiere. Sie sind wohl begriffsstutzig. Ich blättere Ihnen das Geld in Mark, Dollar, in wie Sie wollen. Der Vertrag schreibt Dollar vor. Ach, Dollar. Sie Blauströmpf. Jetzt schauen Sie mal her. Sehen Sie mal da rein. Ich habe so viel Geld, dass ich diese Baracke hier, die Sie sich erdreisten, Villa zu nennen und alle Picassos der Welt kaufen könnte. Lass doch. Sie mögen viel Geld haben, aber ich habe die Aufgabe, meinen Chef nicht zu enttäuschen. Ach, Ihren Chef nagel ich mir an die Wand zusammen mit diesem entsetzlichen Picasso. Also? Also, Schluss jetzt. Nehmen Sie dieses Bild und folgen Sie mir. Gehen wir. Ja. Dieser Spinatwachtel hast du es aber gegeben. Oh, so eine eingebildete Ziege. So. Hast du mich gefunden, Antonio? Ich habe mein Köpfchen ein bisschen angestrengt. Ein wesentlicher Hinweis war die Ansichtskarte von Amalfi in deiner Wohnung. Dich dann hier zu finden, war nicht schwer. Was hast du jetzt vor? Willst du mich anzeigen? Weil du meinen Vater reingelegt hast. Oh nein, ich denke nicht dran. Auch er macht nichts anderes, als Leute reinzulegen. Mich hat euer Coup amüsiert. Ich habe von Anfang an gespürt, dass da etwas faul war. Und nun? Du interessierst mich. Deshalb bin ich hergekommen. Aber ohne deine Freundinnen. Eines Tages werden sie euch schnappen. Ich möchte nicht, dass du ins Gefängnis kommst. Mit anderen Worten, du weißt alles. Fast alles. Aber ich werde schweigen wie ein Grab. Wenn du mich heiratest. Das ist Erpressung. Ich will alles oder nichts, verstehst du? Also, was hältst du von meinem Vorschlag? Wirst du mich heiraten? Sobald wir die Geschäfte abgeschlossen haben, die zurzeit laufen, bin ich dazu bereit. Aber ich kann die anderen jetzt nicht im Stich lassen. Ja, Kinder, da ist sie! Ja, Kinder! Na, Schätzchen! Na, wie geht's?
Familie. Ich möchte auch Celia trinken, die es mit ihrem Einsatz ermöglicht hat, dass Norma zu uns zurückkehren konnte. Auf uns alle Kinder. Auf Norma, die für uns im Knast gesessen hat. Aber auch auf Laura. Der es gelungen ist, einen falschen Picasso für 200.000 Dollar an den Mann zu bringen. In diesem Augenblick glaubt Roberta Galindes, dass er mit der Königin von England im Buckingham Palace zu Abend essen wird. Und wisst ihr, wer ihm die Einladung geschickt hat? Lady. Das Kleid. Hör zu, Kinder. Es klappt alles wie am Schnürchen, aber wir müssen jeden Augenblick bereit sein, von Amalfi verschwinden zu können. Deshalb werde ich auch unsere Boutique hier auflösen. Wenn es brenzlig wird, nehmen wir am besten das Tragflächenboot bis Neapel. Da besteigen wir irgendein Flugzeug und können in alle Welt entwischen. Gut. Aber bevor wir tun, muss Amanda noch den Juwelier Filippo abkochen. Du hast sicher schon einen Plan, ne? Ja, den habe ich. Und er ist simpel. Nach meinen Informationen ist dieser Filippo ein ziemlich dummer und überaus eitler Kerl. Sein sprichwörtlicher Geiz ist stadtbekannt und ich werde ihn mit Wonne abkochen. Ich will zu gern die Gesichter von Galindes, dem Marchese und Filippo sehen, wenn sie merken, was los ist. Die werden dumm aus der Wäsche gucken. Aber ich glaube, Kinder, wir sollten jetzt langsam ans Kofferpacken denken, damit wir jederzeit schnellstens verschwinden können. Lieber Filippo, ich möchte Sie mit Fräulein Orsini bekannt machen, die die Tochter eines sehr lieben Freundes ist und einige Einkäufe bei Ihnen tätigen will. Gezeichnet Marchese von Castellammare. Sie ist jung und bildhübsch, Herr Filippo. Das ist doch nie die Tochter eines Freundes, sondern seine Geliebte. Lass sie hereinkommen. Ja. So, hier. Und die Braut konnte nicht selbst kommen? Leider, sie ist mit ihren Hochzeitsvorbereitungen sehr beschäftigt. Könnte ich mit dem Marchese telefonieren? Ja, natürlich. Vielen Dank. Wenn die Marchesa am Telefon ist, erwähnen Sie bitte nicht, dass ich ihn sprechen will. Ich möchte nicht, dass die Marchesa von dem Geschenk erfährt. Sie würde ihm verbieten, ein so teures Geschenk zu machen. Aber der Marchese verdankt dem Vater der Braut ein sehr lukratives Geschäft. Und deshalb ist es ihm auch egal, ob das Geschenk 15 oder 20 Millionen Lire mehr kostet. Ist dort die Villa Castellammare? Könnte ich bitte den Marchese sprechen? Hier spricht Filippo Vestroni, der Juwelier. Ja, danke, ich warte. Die Marchese würde fast nie ein Geschenk machen, weil sie unheimlich geizig ist. Guten Tag, Herr Marchese. Hier ist Filippo Vastroni. Fräulein Amanda möchte Sie sprechen. Bitte sehr. Danke. Hallo. Ja, finde ich auch. Herr Filippo ist ein außergewöhnlicher Mann. Ja, ich bekomme 20%. Aber wegen den anderen Problemen will er mit dir persönlich sprechen. Einverstanden. Ich rufe dich später nochmal an. Danke, Liebling. Ciao. Ich will 7 Ketten, so wie diese hier. Alle gleich. Oh, was bist du für ein zärtlicher Mann. Ich wusste gleich, dass wir uns lieben werden. Als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass es passieren würde. Ich war auch gleich von dir fasziniert. Männer, die in der Schmuckbranche tätig sind, haben mich schon immer fasziniert. Du bist doch eine Frau, die man mit Diamanten behängen muss. Ich beneide den Marchese, dass er dich schon besessen hat. Das brauchst du nicht, hat er nicht.
Oh, was ist denn? Ich hab's gewusst. Er steht vor der Tür. Verdammt, was mache ich? Er ist einer meiner besten Kunden. Ich bin verloren, wenn er mich hier findet. Ich bin ruiniert. Wenn er es merkt, dass ich mit dir... Oh, wir haben ja noch gar nicht... Los, schnell! Versteck dich! Los, beeil dich! Ist Rasen eifersüchtig? Er bringt uns um. Hoffentlich merkt er nichts, sonst ist es aus. Oh Gott. Ich komme schon, Liebling. Hab Geduld. Ciao, Liebling. Mein Schatz. Mach mir bitte eine Eifersuchtsszene. Ich probiere gerade ein Theaterstück. Ein Theaterstück? Ja, Liebling. Aha, eine Komödie. Ja, stell dir vor, du überraschst mich in einer eindeutigen Situation mit einem anderen Mann. Ah. Und du hast vor, mich umzubringen. Das kann lustig werden. Du Schlampe! Hier. Doch nicht so, sondern so! Oh, was soll das? Bist du verrückt geworden? Oh, oh nein, Osch! Oh, ich schwöre dir, ich habe nichts gemacht! Hier ist niemand! Oh, tu mir nicht weh! Oh nein, oh nein! Oh, nimm die Pistole weg! Hilfe, oh. Hilfe! Oh nein! Du bringst mich nicht um mich! Ich hab dich nicht betrogen! Wo ist der Kerl? Ich töte euch! Weil auch hier ist es niemand hier! Dazu brauche ich keine Pistole, mit meinen Fäusten schlage ich ihn! Ich hab dich nicht betrogen! Lüge nicht! Wo ist dieser Kerl? Wo ist dieser Stolz? Wer ist es? Es ist mein Bruder! Dein Bruder? Ja. Wie heißt er? Ich weiß es nicht! Du weißt es nicht? Du Lügnerin, du elende Lügnerin! Ich werde dich bestrafen! Ich habe nichts getan! Oh! Ja! Oh! Doch! Ja! Nein! Oh, doch! Ja! Gott, bist du herrlich! Ich lasse mich scheiden, ich mache dich zum Lakesa! Du bist ein ungeheures Weib! Du bist durch mich in Fahrt gekommen! Möchtest du nicht Marquesa werden? Du liebst Komödien nicht! Ich gehe nach dir! Ach, immer hübsch ruhig bleiben, Mädchen. Sei doch nicht so aufgeregt, Kindchen. Immer auf dem Teppich bleiben. Beim ersten Mal ist man noch aufgeregt. Oh, ich glaube nicht, dass es bei ihr das erste Mal ist, wenn Sie verstehen, was ich meine. Machen Sie keine dreckigen Bemerkungen von meiner zukünftigen Frau. Oh, wenn Sie noch jung sind. Wo ist denn der Beleuchter? Er verlegt die Kabel. Aha. So, ja. Gina, ruf Filippo an. Guten Tag, sind Sie Herr Vastroni? Ja, bin ich. Wo ist Amanda? Ich bringe sie gleich zu ihr. Hat sie Ihnen alles erklärt? Ja, wir müssen nur aufpassen, dass mich die Marquesa nicht sieht. Vorsicht! Die Marquesa ja, sitzt dort ich bin unten. Ganz leise. Guten Tag, Fräulein Amanda. Guten Tag. Ich bin ein bisschen nervös. Los, Bettina, holen Sie Fräulein Evangelina her. Wenn die Sache rauskommt, dann schmeißt mich die Marquesa raus. Ach, wissen Sie, Filippo, es ist besser, wenn die Braut die Schmuckstücke vorher selbst sieht. Dann kann sie nach ihrem Geschmack wählen. Das halte ich für das Beste. Finden Sie nicht auch? Hier sehen Sie. Das ist eine Kostbarkeit für 80 Millionen. Oh, ist das teuer? Ist der Preis nicht etwas übertrieben? Sagen Sie dem Marquise Bescheid, dass wir auf der Terrasse sind. 80 Millionen. Dieses Kettchen gefällt mir nicht. Schau dir dieses Armband an, ist es nicht wundervoll? Du Dummchen, das Kettchen ist doch 20 Mal so viel wert. Entscheide dich für das Kettchen. Nach der Hochzeit gehst du zu einem Vastroni und tauschst es gegen das Armband um und lässt dir die Differenz ausbezahlen. Ist das möglich? Ja, in Ihrem Falle ausnahmsweise. Fräulein Amanda, einen Augenblick bitte. Der Herr befürchtet, dass die Marquesa jeden Augenblick hierher kommen kann. Sie sollen Fräulein Evangelina zu ihm schicken mit den Juwelen und sollen versuchen, die Marquesa abzulenken. Was sollen wir tun? Na, die Juwelen zur Marquesa bringen. Hier. Augen auf, ja? Was wollen Sie trinken? Einen kleinen Schluck Cognac. Ich kann jetzt auch einen gebrauchen. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Fühlst du, wie mein Herz schlägt? Oh, du hast ein wundervolles Herz.
Beobachten Sie die Gesellschaft, Juan. Selbstverständlich, Marquise. Wie lange dauert das denn noch? Die Marquise ist auf dem Weg hierher. Lauf und warne sie. Ich werde versuchen, die Marquise aufzuhalten. Hoffentlich gelingt es dir. Oh, ist das ein Weib. Beeil dich, Gina. Wir müssen schnell verschwinden. Keine Sorge, die schnappen uns nicht mehr. Gib Gas. Fahr wie der Teufel. Ich bin doch ein Idiot. Sowas muss mir passieren. Oh, sehen Sie sich das hier an. Der Brief trägt Ihre Unterschrift. Oder wollen Sie etwa leugnen, dass das hier Ihre Unterschrift ist? Sie haben mich dieser Schwindlerin vorgestellt. Sie haben auch am Telefon mit mir gesprochen. Erinnern Sie sich? Ja, ich wollte ihr lediglich einen kleinen Gefallen tun. Sie haben es getan, weil sie Ihre Geliebte war. Sie allein trifft die Schuld. Die Juwelen sind 250 Millionen Lire wert. Was? Na, die haben Sie ganz schön abkassiert. So eine Schande. Das ist ein Skandal. Die Sache muss vertuscht werden. Sie haben uns alle reingelegt. Und ich dachte, es würde sich um eine wirkliche Hochzeit handeln. Eines muss ich sagen, diese Amanda war sehr spendabel. Sie hat uns alle sehr gut eingekocht. Ja. Meine Herrschaften, ich habe Sie ein paar Fragen. Wer sind Sie denn? Ich bin Versicherungsdetektiv. Herr Filippo Vastroni hat mich verständigt. In diesem Juwelendiebstahl sind Sie alle verdächtig. Och, jetzt gibt es wohl ein endloses Verhör. Ach, fassen Sie mich nicht an mit Ihren Schweißhänden, ruinieren Sie meinen Anzug. Wo ist dieser Marchese? Du bist wohl dieser Hochstapler. Nein. Also, wer ist das? Der da? Bist du der Marchese? Nein, er ist es. Ach, Sie? Ja, ich bin der Marchese von Castellammare. Sie sind ein abgefeimter Betrüger. Wie bitte? Ein Bilderfälscher. 200.000 Dollar habe ich durch Ihren falschen Picasso verloren. Die will ich wiederhaben. Und dieser streucht das mit von der Partie. Auch ein Betrüger. Was, du auch, Juan? Versuchen wir mal Licht in die Sache zu bringen. Wer sind Sie? Roberto Galindes. Galindes, verstanden? Der Erste. Die Königin von England und ich sind enge Geschäftspartner. Wo ist denn diese Marchese? Diese Marchesa bin ich. Sie und eine Marchese? Da lache ich. Sie sind vielleicht die Sie Putzfrau. Sie ungehobelter Lümmel. Ich will mein Geld wieder, aber ich rufe die Polizei. Ach, lassen Sie bloß die Polizei aus dem Spiel. Die haben etwas gegen meinen Stand. Ein Skandal. Wer hat die Polizei verständigt? Ich nicht. Ich blamier mich doch nicht selbst. Die Leute zur Polizei gehen, die ihr betrogen hat. Unter 5 Jahren kommt keiner von euch davon. Auch dieses Risiko haben wir einkalkuliert. Weißt du, wir haben uns im Grunde nur das Geld geholt, das sie anderen Leuten gestohlen haben. Diese Leute laufen nicht zur Polizei. Sie würden sich vor der gesamten High Society unheimlich blamieren. Ich verstehe. Du willst weiterhin mit deinen Freundinnen reiche Leute aufs Kreuz legen. Nein, nicht unbedingt, wenn eine andere Sache mein Interesse genauso weckt. Und was wäre das? Zum Beispiel ein reicher Mann. Sympathisch, zärtlich, in den ich mich verlieben kann und der großzügig bereit ist, meine Vergangenheit zu vergessen. Ich glaube, dieser Mann läuft schon herum. Du brauchst nur ein paar Zentimeter näher zu kommen. Ciao! Viel Glück für euch! Und kommt unterwegs nicht mehr auf dumme Gedanken! Fühlst du dich gut? Somebody's calling my name. Sit away.
ein verdammt schnelles Boot. Ja, es ist spitze. Was glaubst du, wie viel wir mit so einem Boot verdienen könnten? Bestimmt 1 Million Dollar. Ich werde auch dafür einen Käufer finden. It is a shame, but it seems I'll be waiting a lifetime. In Neapel müssen wir auftanken und dann ab die Posten. Hör mal, Yvonne, wenn wir dieses Boot nach Kuba bringen, wo müssen wir abbiegen? Links oder rechts? Nach links. Fidel Castro steht nämlich immer noch links. Also auf nach Kuba! I'll give you everything you really desire.